Hallo, Herr Fischer. Vielen Dank für deine Zeit heute. Entschuldige bitte, dass ich so ein bisschen hinterherhänge. Das nehme ich auf meine Kappe. Schön, dass du da bist, dass du Zeit hast. Kannst du dich bitte für das Publikum vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, musikalisch, ne? Also bitte keine hier, nicht zu viele Details, ne? wo du musikalisch herkommst und wo du vielleicht musikalisch hin willst. Das wäre meine Einstiegsfrage. Genau, ja, hallo erstmal, danke für die Einladung auch noch, Tobi. Und ja, mein Name ist Sven Fischer, daher auch Fischer, der Künstlername. Wahnsinnig kreativ. Sorry. Nein, ich find's cool. Sorry, meine ich ernst. Ja, es hat sich so ergeben und es hat tatsächlich gut gepasst zu dem Deutschrock, Deutsch-Pop-Rock, wie auch. Und deshalb sah es auch cool aus im Schriftzug und deshalb haben wir uns dafür entschieden, das so zu nennen, genau. Ja, also ich bin eigentlich schon sehr lange Musiker in verschiedenen Bands unterwegs. Ich bin eigentlich ursprünglich Drummer und habe schon in vielen Bands gespielt und komme eigentlich aus dem eher Metal-Bereich, sage ich jetzt mal, wo ich angefangen habe. Mich hat es aber schon also in viele verschiedene Musikgenres verschlagen, so als Schlagzeuger. Also ich spiele auch noch in einer Rockabilly-Band und bin da auch gar nicht irgendwie festgelegt. Und ja, habe jetzt angefangen auch schon länger, also ich habe schon länger auch Backings gesungen, aber nie als Frontmann. Und das ist jetzt mein neuestes Projekt sozusagen als Sänger. Gut, das heißt also, du machst deine Musik auch jetzt, also als Fischer, komplett selbst, ja? Also ich meine, Schlagzeug ist klar, der Rest Gitarren und also, weil das ist sehr rockig, was ich schon von dir kenne. Die Ballade natürlich nicht so. Aber hast du das alles selber eingespielt oder hast du da Leute, die das einspielen oder die dir helfen beim Einspielen? Genau, also wir haben jetzt ja eigentlich relativ letztes Jahr im November, also gar nicht so lange her, angefangen. Und ich habe einen Gitarrist, das ist der Mark Braunmiller, nennt er sich. Und der war damaligen Fischer Project davor mit dabei. Und mit ihm mache ich zusammen, also der schickt mir mal einen Gitarrenriff durch und dann bastel ich den Song zusammen. Ich mache meistens dann die Synthes, programmiere erstmal so provisorisch irgendwelche Drums hin und mache dann die Gesangsmelodien. Und ja, dann sind wir relativ schnell dann ins Studio. Und da hat er dann die Gitarre und Bass eingespielt. Und ich habe dann natürlich die Drums dafür selber eingespielt. Habe aber jetzt einen Drummer, der das auch dann einspielen soll, weil für live brauche ich natürlich einen Drummer. Also ich möchte nicht. Das wäre nämlich so meine nächste, das wäre eine der nächsten. Aber ja, erzähl erst mal zu Ende. Genau, und ja, und bisher, wie gesagt, habe ich da die Drums gespielt für den ersten Song und jetzt der zweite, wo auch kommt, aber in Zukunft wird es dann Andreas Andy Walter machen. Genau, da habe ich jetzt auch eine richtige Band. Ich habe auch eine Bassistin, Malu Eitel, und ja, so sind wir eigentlich eine richtige Band. Und in Zukunft wird sich das wahrscheinlich ein bisschen mehr auch verteilen, wie es bisher war. Da lief schon. Aber wir machen das dann schon zusammen natürlich, genau. Okay, sehr schön, genau. Weil das ist nämlich auch ich meine, ich will nicht mehr über das reden, was die letzten 2 Jahre hier passiert ist. Du weißt, was ich meine, was alle Welt weiß. Und ja, genau, das klingt nämlich sehr interessant, das dann auch live zu hören. Ne? Also vor echten Menschen echt aufzutreten, mit echten Menschen in einem Raum, unglaublich, weil ja, du warst ja auch in der Pandemie Musiker, du weißt, was da, oh Mann, was ich da für Livestreams gesehen habe, das ist alles irgendwie nicht das Wahre. Okay, also ist das schon klar, ihr wollt auftreten und plant in die Richtung, so verstehe ich das jetzt richtig, oder? Also dieses Jahr machen wir erstmal noch, es werden wahrscheinlich noch 2 weitere Singles kommen, nach dem nächsten quasi. Vielleicht Ende des Jahres das Album dazu. Und live möchte ich aber tatsächlich erst nächstes Jahr damit beginnen, weil eben auch da im Songwriting sind, dass das Album, dass die Band zusammenfindet. Und weil es für mich natürlich auch neu ist als Sänger, dass ich da auch einfach richtig reinwachse. Dass du dich eingroovst quasi. Nee, das verstehe ich auch gut. Das ist auch, ich finde, das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch
aus zwei Gründen ziemlich gut, weil ihr kommt jetzt gerade erst raus, ne? Also jetzt ist die erste Single raus, jetzt kommt die zweite. Also ihr habt quasi zwei Lieder, ne? Es ist noch nicht viel zum Touren da, ne? Ihr könntet covern oder so. Ich weiß, die Prinzen haben das damals gemacht, wo die so viel Erfolg hatten, dann die hatten kein Material, ne? Die haben einfach Lieder gecovert. Das kann man immer machen, aber ist natürlich auch da cooler, meiner Meinung nach, wenn die Band, wie du schon gesagt hast, wenn die sich schon gefunden hat, weil dann habt ihr auch euren Stil zu covern, ne? Ich finde irgendwie so, nichts ist langweiliger, als wenn du was komplett nachbaust und dann ist dann wie Malen nach Zahlen, weißt du, das ist dann genau dasselbe, wie was es schon gibt. Und ja, da, also wenn covern, dann musst du da deinen eigenen Stempel draufdrücken, dann ist das richtig cool. Okay, nee, aber das finde ich absolut in Ordnung. Ihr findet euch jetzt, ihr kommt gerade raus und bist du eigentlich, bist du richtiger Profimusiker oder ist das auch eher Hobby bei dir? Weil du hast ja schon so viel gemacht. Ich kann das jetzt nicht so richtig bei dir einschätzen, weil Schlagzeuger sind ja immer gefragt, ne? Also gute Schlagzeuger, die haben meistens mehrere Bands und da könnte es dann schon wieder klappen, mit davon leben. Also ich spiele zwar immer schon in vielen Bands, habe es aber immer auch noch einen festen Job gehabt, aber natürlich, ich verkaufe Schlagzeuge, also ich arbeite im Musikgeschäft, Ah, Musicalstadt okay. und ja, seit 10 Jahren oder so und mache da die Drumabteilung. Und dadurch habe ich natürlich immer mein festes Einkommen regelmäßig. Und das ist auch ich, weil mit der Musik davon wirklich, ja, zu leben ist natürlich schon schwierig. Erst selbst wenn man ja in einer Gruppe ist, da wirklich viel Geld zu verdienen, ich meine, ist nicht ganz so einfach. Ich wäre aber tatsächlich, nach der Phase war ich noch in einer Partyband, um halt auch, und hätte das dann tatsächlich mal eine Zeit lang auch hauptberuflich gemacht, also nichts mehr anderes. Aber das ist, ja, ging das natürlich nicht ohne. Okay, gut. Jetzt hast du ja schon in vielen Bands gespielt, ne? Und du hast es schon vorhin so leicht anklingen lassen. Wohin geht denn die Reise jetzt bei Fischer so eigentlich, ne? Weil, wo ich deine erste Single gehört habe, hat auch am Anfang war ich, oh, scheiße, es fängt ja an zu schreien, ne? Und so, es geht ja mit so einem Schrei los und ich so, ah, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und dann wird's ein cooler, keine Ahnung, also es ist nicht neue deutsche Härte, ist es nicht. Es ist schon eher so Deutschrock, ne? Aber ohne diese, ich sage jetzt mal, da werden mich einige hassen für, ohne diese Dümpelei, ne? Ohne dieses, ja, keine Ahnung, wir trinken und bla 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 auf die, ich muss aufpassen, ich habe hier eine Bekannte, die gibt mir mal die Deutschrock-News oder NDH-News und die ist sehr, sehr, sehr lieb, aber ja, Deutschrock ist halt für mich mehr so, ich sag mal, einfache Musik, um das mal nett zu sagen. Und ich mag einfache Musik, ne? Aber es ist halt ein bisschen zu. Wie soll ich sagen, zu simpel. Ich komme jetzt nicht richtig drauf und ich will mich hier nicht um Kopf und Kragen reden. In welche Richtung soll es denn bei dir gehen? Weil es ist mehr als Deutschrock, meiner Meinung nach. Es ist nicht so dieses Cookie-Cutter-Deutschrock. Also, es soll auch, natürlich benutze ich auch zum Beispiel den Hashtag Deutschrock, weil es halt ein Begriff ist, ja, und es ist schwierig natürlich, das irgendwie zu beschreiben. Aber natürlich jetzt zum Beispiel bei dem nächsten Song, wo man merkt, dass es eher mit einer Ballade, sage ich jetzt mal, anfängt. Ja, also von der Richtung her ist es schwer zu beschreiben, weil ich mich da auch noch so ein bisschen finden muss, wo ich eigentlich so reingehöre. Aber es ist genau so dieses typische oder auch so ein bisschen Deutsch Party Rock, sage ich jetzt mal, und zum Mitgrölen ist es wahrscheinlich eher nicht. Ja, also das ist, geht da Es ist schon. aber auch kein Singer-Songwriter, ne? Weil das ist dann nämlich das andere Gegenstück, wo es dann auch so ein bisschen, wo dann das, ich weiß, das ist ein schmaler Grat und ich erwarte gerade sehr, sehr viel, weil auf der einen Seite möchte ich nicht hirnmäßig unterfordert sein. Andererseits will ich auch nicht, ja, hallo, ich möchte euch da jetzt eine ganz wichtige Geschichte erzählen und man, weißt du, es soll auf der einen Seite Spaß machen, aber auch nicht irgendwie dich intellektuell unterfordern. Das ist so immer so mein Anspruch. Und das ist so ein schmaler Grat, ne? Zu intellektuell soll es nicht sein, aber auch nicht zu,
Kippim, Saufen und irgendwie Ballermann-Musik, ne? Ja, also wo wir da angefangen haben, die ersten Demos zu machen, also es steht immer meistens erst das Musikalische auch, ja, und darauf wird dann sozusagen von mir geschrieben und ja, ich mache das eigentlich ganz so, wie ich meine, ja, wie soll ich sagen, das, was ich in dem Moment halt fühle und so werde ich es auch, singe ich es dann auch ein. Und wenn ich denke, jetzt mehr Härte, wo man dann halt doch mal schreit, dass es mehr Power hat, dann mache ich das auch, aber ich würde jetzt nie die ganze Zeit wahrscheinlich durchschreien in Sehr dem gut. Song, ja. Lass das so. Bitte mach das weiter so, weil das ist immer so ein Problem für mich, ne? Also, okay, das ist jetzt wirklich nur für mich persönlich. Ich mag zum Beispiel Death Metal als Musik, aber das ganze Gebrülle und Geschreie und Gekraule, das ist überhaupt nicht mein Ding. Die sollten klar singen, meiner Meinung nach, auf Death Metal wäre super geil. Das fänd ich cool. Ne? Und so, und ja, und bei dir hatte ich eben erstmal einen Check gekriegt, so, oh, jetzt fängt das so an. Und dann, weil für mich, das ist immer so schade. Ich mag die Musik, ne? Also jetzt, wenn wir bei Death Metal sind, aber halt dieses ganze Geschreie, das ist für mich irgendwie, vielleicht bin ich da auch schon ein bisschen zu alt, ne? Das sind so, das ist so präpubertär und oh ja, du musst zeigen, was du für ein harter Typ bist. Und so sehe ich das, ne? Ich kenne das natürlich auch. Das ist ein Stilmittel und das ist so. Aber es ist so, du kannst doch nicht immer so verärgert sein und immer so wie Punk, wenn du immer nur, gib ihn. Und so kannst du auch mal ruhig oder kannst auch mal anders singen. Okay, sorry, jetzt, ich rede zu viel von mir. Eigentlich geht es ja um dich und nicht um mich. Aber trotzdem, ich finde es sehr schön. Mach das weiter so. So wie ich das bei dir raushöre, ist es, du hörst auf das Lied, auf die Musik und tust dann das rein, was es deiner Meinung nach braucht. Und das ist genau so, wie du Musik machen solltest. Also du lässt quasi die Musik diktieren, in welche Richtung es geht. Und das finde ich super. Weil dann drückst du da nichts auf oder so, dann hast du eben, da lässt du dich von dem Feeling leiten. Und das ist das Beste, was du machen kannst, dass dann die Musik einfach entsteht, meiner Meinung nach. Nee, Okay. Ja, sorry, go ahead. ich meine auch so, also ich sehe es genau. Ich bin natürlich offen, also ich mag Bands, die schreien oder auch mal nicht. Ich bin da wirklich musikalisch, ich habe da keine Richtung. Früher, wo ich 14 war, da war das anders, da gab es schon. Genau, mit Scheuklappen wahrscheinlich. Nur die, nur das ist das Wahre. Kenne ich. Echt offen und es entsteht halt so, wie es kommt. Aber es werden auch tatsächlich noch härtere Songs auch kommen. Also ich habe schon 7 weitere Demos auch für das Album dann. Aber halt auch, also es hat eine gute Mischung, glaube ich, nachher so insgesamt von allem was bisschen. Ich persönlich finde das super, weil, also ich würde nicht mögen, wenn du nur harte Musik machst oder auch wenn du nur Balladen machst. Für mich ist das so ein bisschen so, das Album sollte wie ein Spannungsbogen sein. Das sollte alles irgendwie drin sein, dass du dran bleibst, weißt du? Also ich sehe das immer mit meiner Playliste, wie ich die zusammenstelle, da mal was Hartes, mal was Ruhiges, mal was, keine Ahnung, mehr Elektronisches und so. Also ich mag halt eine Mischung. Das bin ich eben wieder persönlich. Ne? Es gibt Leute, die sind so Puristen, wie du vielleicht auch mal warst mit 14, ne? Nur das ist das Wahre und so. Aber so im Großen und Ganzen ist es viel schöner, wenn du. Und für dich als Musiker oder für euch als Musiker, als Band ist ja dann auch cool, das erweitert dann auch eure Spielbarkeit, ne? Also wenn ihr nur dieses eine hättet, dann geht das nur auf, keine Ahnung, Full Force oder so. Aber wenn ihr quasi mehrere Möglichkeiten habt, ja, siehst du, da könnte man nämlich jetzt gleich mal in die Richtung gehen. Ich weiß, ihr seid noch in der Findungsphase und den ganzen Kram, aber was steht schon was an für, ich weiß so, weil ja alles ausgefallen ist wegen den letzten Jahren, dass jetzt erstmal alles relativ dicht ist, aber habt ihr schon die Fühler ausgestreckt, wo ihr mal dann spielen wollt? Also festivalmäßig zum Beispiel? Ja, also ich sag mal, Rock am Ring ist das Ziel. Alles klar. Richtig. Wir haben schon ja, so ein, zwei, sind jetzt kleinere Festivals bei uns in der Gegend, wo wir oder wo ich auch noch gute Kontakte hin habe. Und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich dann die ersten, ja, also unser Live-Debüt dann halt auch machen. Ja. Aber alles noch nicht in, ja, trockenen Tüchern, noch nichts geplant, aber
wird wahrscheinlich für uns jetzt nicht unbedingt ein Problem, da reinzukommen, weil wir da alle oder ich schon oft gespielt habe und ich kenne da die Leute, die Veranstalter und da wollen wir das wahrscheinlich machen. Ja. Okay. Die Haben an die anderen Leute haben aber auch schon dann Live-Erfahrung. Wo hast du die so rekrutiert, deine Bassistin, und wo hast du die so herbekommen? Also ich denke mal, du wirst einfach viele Leute kennen, oder? Das ist so. Genau. Ich kenne viele, aber tatsächlich bei der Band sind es zum ersten Mal eine komplett neue Truppe. Also Okay. ich habe mit keinem irgendeiner anderen Band oder so gespielt. Außer jetzt der Mark. Also ich fange mal mit ihm an als Gitarrist. Hatte ich ja vorher schon dieses Fischer Project. Da war ich allerdings, habe auch die Musik geschrieben und hatte da aber wechselnde Sänger oder Sängerinnen für die. So war eigentlich das Konzept davon. Genau. Aber mein Gitarrist schon dabei und den habe ich kennengelernt bei der Arbeit, Musikgeschäft. Und der hat tatsächlich keine Live-Erfahrung. Oh, Der okay. war mit mir in der Band, ist aber einer der besten Gitarristen, wo ich kenne. Tatsächlich, ja. Und ja, der hat richtig Bock auch mal live zu spielen, weil der das noch nicht kennt, ja. Und mein Drummer jetzt, der hat Live-Erfahrung, der hat noch eine andere Band und ist da schon bühnenerfahren. Genau, und den kenne ich auch über vom Geschäft, von den Bands, wo man mal zusammen gespielt hat. Genau. Und meine Bassistin, die war ursprünglich auch die Sängerin vom letzten Fischer Project quasi. Genau. Okay. Jetzt das so entwickelt hat, dass ich jetzt hier bei dem Fischer nur der Sänger bin dann nachher oder auch der Frontsänger. Und wir uns aber alle gut verstehen, habe ich sie dann auch damals gefragt, ob sie nicht da weiter mitmachen möchte. Genau, und sie spielt auch noch Gitarre und daher bietet sich das auch an, da Bass zu spielen und Cool. macht sie auch ziemlich. Und hast du schon eine andere Band? Also wenn du sie als Sängerin, dann musst du ja irgendwie kennengelernt haben. Wie habt ihr euch da gefunden? Damals war das so, dass ich tatsächlich ausgeschrieben habe, Sänger. Ich war da auch immer offen, also war mir egal, was gut reinpasst, gute Stimme hat. Und so habe ich sie damals kennengelernt. Und sie ist eigentlich noch in einer Coverband, wo sie auch eher ein bisschen so Rockmusik, also sie hat ziemliche rockige Stimme. Sie singt auch besser als ich. Also gefährlich. genau. Und so haben wir uns damals kennengelernt. Und ja, seitdem machen wir halt davor, war sie die Sängerin, jetzt singe ich da bei dem Projekt und ja. Okay, also weil du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, Projekt, ist das jetzt für dich mehr ein Projekt oder ist es mehr schon, also willst du es wissen mit Fischer? Das ist jetzt so ein bisschen, davor hast du mehr verschiedene, also mit verschiedenen Leuten gearbeitet und jetzt bist du ja der Frontmann. Also ich vermute mal, das ist jetzt willst du mal richtig angehen, oder? Also so scheint es mir. Oh, immer hinten als Drummer, jetzt muss ich mal nach vorne. Genau. Nee, das nee, das hat sich so tatsächlich über dieses erste Fischer Project hat sich das alles so entwickelt, dass ich eh schon immer viel dafür gemacht habe. Also ich habe da das Konzert organisiert, die Musik dazu, ins Studio gehen und mache auch viel da immer auf Social Media. Also mir macht das auch und bin da auch dafür, man weiß ja, Musik ist immer ein kleiner Teil, also Musik machen. Als Musiker muss viel drumherum machen. Und war für mich auch klar, dass dieses, weil oft auch Leute immer wieder gehen und aufhören und so, bei gewissen Bands auch, war es für mich klar, dass es bei dem Projekt, wenn ich da jetzt nicht selber das Aushängeschild irgendwann werde, dann ist es halt auch für die Zukunft für mich. Ich möchte, dass das beständig ist, Okay, verstehe. dann auch noch dastehe. Und das war als Drummer davor tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil man weiß zwar, der macht da das zwar, aber das Aushängeschild ist ja eigentlich die Sängerin oder der Sänger vorne. Eben und dadurch, dass mir das auch Spaß macht, habe ich mir gedacht, jetzt wollen wir es mal noch mal wissen als Sänger auch. Wo ich natürlich immer auch in diversen Bands, also das mache ich natürlich noch weiter, ist ja Ah, das klar. machst du noch weiter? Also hast du so viel Zeit?
Hast du so viel Zeit? Also, weil, okay, gut, ich darf nicht immer nur von mir rein projizieren, weil irgendwann hast du vielleicht ein bisschen Familie und hast du noch andere Verpflichtungen und so. Da wird es dann etwas schwieriger. Aber das, siehst du, ich hatte mir aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich das fragen sollte, wie alt der Gitarrist ist, weißt du, wenn der noch keine Live-Erfahrung hat, brauchst du vielleicht nicht sagen, weil wir können jetzt nicht fragen, ob er das raus, aber ich habe gedacht, Mann, okay, als Gitarrist, da gibt es doch irgendwie. Keine Ahnung, da hast du schon drei, vier Bands gehabt oder so. Also ich selber bin Bassist und Bassisten werden ja immer gesucht normalerweise, ne? Und so Schlagzeuger sind rar und so Gitarristen gibt es eigentlich auch genug, aber da brauchst du ja meistens zwei für die richtige Metalband, ne? Oder sogar drei. Und dann, ja, die kommen eigentlich alle irgendwo unter. Aber brauchen wir nicht drüber reden. Du hast eigentlich was Interessantes gesagt, weil du bist ja jetzt schon eine Weile im Geschäft, sage ich mal. Und hast du eine richtige Social-Media-Strategie oder wie willst du das angehen? Willst du, weil heutzutage brauchst du ja kein Label mehr, ne, um irgendwas zu machen. Du hast wahrscheinlich Selbstverlag, machst das jetzt selber alles. Hast du da irgendwie Hilfe oder suchst du ein Label oder wie willst du es angehen, quasi jetzt dieses ganze Social Media, Marketing, Promotion Zeugs. Also ich meine, wir machen ja quasi ein bisschen Promotion gerade, ne? Also passt ja. Genau, also ja, prinzipiell ist es ja so, die Musik selber zu vertreiben ist ja relativ einfach mittlerweile geworden tatsächlich, aber natürlich hat man nicht breiten Masse und die Reichweite auch. Und ich habe mir auch überlegt, wie ich das für dieses Projekt jetzt mal anders mache, als es vorher war und wie mache ich das bei Fischer, dass das irgendwie funktioniert. Und ich bin dann tatsächlich auf den Jo Halbig gestoßen. Das ist der Sänger von den Killerpilzen. Falls man die noch. Okay, kenne ich nicht, sorry. Okay. Die haben tatsächlich mittlerweile aufgehört, ich glaube 2019, und war aber eine bekannte, relativ junge, so deutsche Punkband, ja, so Okay. erfolgreich. Und der hat irgendwann mal so eine Promo-Agentur gegründet, gerade für Bands, Musiker, um das zu pushen. Und er hat sich da ziemlich reingefuchst. Und es ist ein bisschen wie so ein Studium auch, kann man so sagen, ja, mit einem Coaching, und da bin ich gerade mit drin und mache mit denen das quasi so, dass das alles dann in die richtigen Wege. Kanäle kommen, ja. Also ich bin ja auch, du weißt ja, ich promote meine Radioshow und diese Sachen und meinen YouTube-Kanal und den ganzen Kram. Und ich bin auch nur eine One-Man-Army. Aber ich muss sagen, was halt wirklich wahr ist, du musst einfach dranbleiben. Ich habe vor 6 Jahren angefangen mit Radio, also erst hier wirklich nicht offline, sondern na. Hier unser Städteradio, ne, unser Bürgerradio und so und bin dann halt einfach immer dran geblieben und es nach und nach akkumuliert sich. Deswegen ist, ich denke, dass du musst halt dranbleiben, ne? Du musst halt irgendwie, aber du hast gute Connections, ne? Du kennst die Leute alle schon und so und du hast jetzt auch dich als Aushängeschild. Also das passt auch ganz gut. Da ist auch immer ein Wiedererkennungswert, ne? Das ja, also das ist nicht einfach, weil, weißt du, es gibt ja Millionen von anderen Bands, die genau dasselbe machen. Das ist immer so ein bisschen mein Problem als DJ. Deswegen habe ich das auch sehr eingestampft, alles, wie man mich so erreichen kann. Weil, boah, sonst kriegst du rechts und links diese ganzen Sachen. Aber ja, also ja, ich bin einfach dran geblieben, ne? Weil ich frage mich manchmal so, guck mal, was. Okay, ich bin schon wieder bei mir. Wir wollen bei dir bleiben. Entschuldige bitte. Ich wollte nämlich noch, ich hatte noch eine Idee, wie ich aus dir rauskitzeln kann, in welche Richtung es so gehen könnte, weil ihr euch ja jetzt findet. Was sind denn eigentlich so deine Lieblingsbands oder Genre, oder ja, gib mir mal deine Lieblingsbands gerade. Also Oder gerade generell. Also ja, wir müssen es eigentlich nicht festzurren. tatsächlich schwierig, weil so eine richtige Lieblingsband habe ich, glaube ich, nicht mehr. Hat man ja früher so gehabt, aber höre ich zum Beispiel extrem viel Ghost. Oh ja, da bin ich jetzt auch vor Also Ghost. kurzem erst wieder drüber gestolpert. Unglaublich, ja.
Auch wie das neue Album und das höre ich sehr gern gerade, gefällt mir ziemlich gut. Aber ursprünglich komme ich tatsächlich eher so aus dem New Metal-Bereich. Das war halt damals so meine Ära, wo ich dann so genau angefangen habe, Musik zu machen und zu hören. Und dadurch mag ich immer noch tatsächlich die alten Bands von Deftones, Korn und wie sie alle heißen. Aber es sind jetzt meine aktuellen Lieblingsbands. Es ist auch tatsächlich so, dadurch, dass ich eben immer schon zwei oder drei Bands parallel habe, ist es auch, muss man ja oft auch die Songs der eigenen Bands lernen und üben. Und ich höre die auch oft ständig, dass ich das drin habe. Und deshalb kommt man gar nicht mehr so viel zum anderen Musik hören, wenn man selber in so vielen oder auch Musik macht die ganze Zeit. Genau, nicht mehr so viel Zeit. Aber wenn jetzt neulich habe ich Ghost gehört und übrigens das Thema Familie, ich habe übrigens auch Familie trotzdem. Oh, okay. Na gut, also solange es für dich klappt, ist ja schön. Also ich finde Musik natürlich, also ich liebe Musik, deswegen, das ist jetzt hier auch mein Hobby, ne? Also ich finde das super. Schön, dass es für dich klappt. Ich hatte nur gedacht, wenn du jetzt in so vielen Bands spielst und dann jetzt das noch und so und wahrscheinlich Fulltime-Job bei deinem Musikladen da. Okay, schön. Freut mich für dich. Es ist schon manchmal viel, keine Frage. Ich habe das auch ein bisschen eingedämpft. Ich bin jetzt noch bei Sam's Diggy Band. Es ist die Rockabilly Band. Das ist der Sänger von den Baseballs auch, wo man kennt so in der Szene. Drüber hinaus. Und habe jetzt noch das Fischer, wo ich aber jetzt wirklich nur noch der Sänger bin. Also das Schlagzeug fällt für mich da jetzt erstmal weg. Genau. Und da gibt es noch was, was kommt, aber ist noch geheim, sage ich jetzt Ist noch mal. nicht spruchreif. Okay, verstehe. Okay, weil du das jetzt gerade so angesprochen hast, dass du gar nicht so viel Zeit hast, jetzt irgendwie neue Musik zu hören. Wie gehst du denn dann ran, wenn du deine Musik jetzt schreibst? Weil, also ich stelle mir das so vor, du bei Rockabilly ist das so und so und dann musst du halt immer mal irgendwie, keine Ahnung, in Englisch sagen es cleanse your palate, ne? Also dass du mal quasi, okay, und jetzt, was will ich denn eigentlich, ne? Also wie gehst du da ran? Du hast es schon gesagt, dass der Gitarrist dir meistens irgendwas, einen Riff gibt oder so, aber also ich frage mich jetzt gerade, wenn du gar nicht so viel Zeit hast, oder wie machst du das? Setzt du dich dann wirklich hin und guckst dann, so wie bei dem Singen, wie wir das vorhin schon hatten, was inspiriert dich dann und wie viel Zeit lässt du dir dann auch dabei, ne? Oder muss das, hast du Zeit dafür, Sachen wirklich zu entwickeln? Oder ist es nach dem Bauchgefühl das Erste, was dir kommt, das nimmst du und das passt schon? Nee, also ich habe schon, bei mir ist es dann so, wenn ich jetzt gerade, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel einmal, ich bin halt meistens immer nachts oder abends, spät abends, fängt meine kreative Phase so an. Okay. Also bin auch kein Frühaufsteher oder sowas, also überhaupt nicht. Und genau, und dann ist es so, meistens, wenn bei mir die Kids oder so schon im Bett sind, dann ziehe ich meine Kopfhörer auf, oder Laptop raus oder mit dem Handy kann ich es auch machen. Und dann fange ich oft an, entweder wenn ich noch gar nichts habe, oft mit Synthes anfangen zu programmieren, also Melodien. Die Abläufe sind eigentlich eh immer ziemlich schnell klar. Das ist irgendwie bei mir so drin, wie ich das mir gleich vorstelle. Genau. Und wenn ich jetzt noch eine Gitarre dazu brauche, dann entweder nehme ich manchmal auch eine programmierte schon, wo ich sage, okay, das passt, oder ich sage meinem Gitarrist dann am nächsten Tag, hey, kannst du mal da ein, zwei Riffs in die und die Richtung, oder manchmal summe ich das auch ein ins Handy. Das kann man verstehen, aber er checkt, was ich damit meine. Genau, und dann baue ich das zusammen. Und das kann dann relativ schnell gehen manchmal. Also bei dem ersten Song beim Aufstieg war es tatsächlich mehr mein Gitarrist, da hat er mir die Riffs geschickt und ich habe dann das zusammengebaut. Und dann hat es, da war das, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder anderthalb Wochen war das schon fertig. Und bei der Ballade jetzt, oder was heißt Ballade, ja, bei dem ruhigeren Song, wo jetzt kommt für immer, da war es dann so, genau, da hat es ein bisschen länger gedauert, was den Text für mich dann angeht. Aber ich mache dann, wenn ich denke, es passt, dann ist es fertig, ja. Und ich sag mal so, ja, 2 Wochen dauert es, dann ist es eigentlich Okay. fertig, ja. Und dann, ich meine, jetzt
Aber jetzt wirst du ja deinen Arbeitsmodus ein bisschen ändern mit der Band, ne, dass sie auch mehr involviert sind. Aber hast du dann vorher, weil du sagst jetzt 1, 2 Wochen, hast du dann jemanden, dem du das dann nochmal vorspielst und sagst, okay, also weißt du, oder vertraust du dir einfach so sehr, fertig, passt, super, so muss das sein. Wie ist der Abschluss da? Weil potenziell ist immer so das Problem, du hast ja nie einen Abschluss, du kannst immer noch ein bisschen mehr da machen, noch ein bisschen, keine Ahnung, noch eine zweite Stimme und weißt du, also es geht immer, wie findest du den Abschluss für dich? Also, wenn der Song fertig ist, dann ist für mich das eigentlich, also das Musikalische, sage ich mal, ist das eigentlich klar. Und dann habe ich das bisher mit meinem Gitarrist natürlich, mit dem Marc, dann haben wir gesagt, okay, das passt für uns so. Und dann geht es eigentlich an die Vocals, die nehme ich immer ganz demomäßig auf. Also, ich singe schon natürlich auch Zweitstimmen und sowas ein, aber gebe mir da gar nicht so groß viel Mühe, weil wir da dann eh ins Tonstudio gehen. Okay. Und da wird ausprobiert, also was Synthes noch angeht, Gitarren noch dazu, machen wir, gucken wir, dass ich sage jetzt mal so fett und so wie es uns halt gefällt, hinbekommen. Genau. Und da kann ich dann natürlich sagen, okay, jetzt ist es eigentlich dann natürlich erst fertig, ja, nachdem wir dann im Studio waren. Und genau, aber ist es wirklich so, ja, da entscheide ich das eigentlich mit meinem Gitarrist bisher soweit. Genau, aber es sind auch wirklich erst noch Demos, muss man sagen. Also dann eigentlich nach dem Studio dann. Okay, da hast du eigentlich schon die nächste Frage, die ich jetzt so mir aufgeschrieben hatte. Das Mixing und Mastering, das lässt du dann quasi professionell machen. Genau. Also ich Okay. habe einen guten Freund, der hat ein Tonstudio in Nagold, ein kleines, unscheinbares Keller, aber Schöner Name, Nagold. Das klingt cool. Nagold Studios, yeah. Da lässt sich ein bisschen was draus machen. Muss er mal. Okay, sorry. Na, erzähl. alles gut, ja. Und der Lukas Günther heißt der, Okay. Soundlight Fix nennt sich das genau. Und ja, super Sound und es passt gut. Und jetzt für den letzten Song haben wir uns da ein Wochenende quasi eingeschlossen in dem Studio sozusagen und haben den Song dann da fertig gemacht. Ja, und das passt eigentlich ganz gut. Und da kommt natürlich auch nochmal Ideen, wie man vielleicht doch nochmal was ändert. Aber das Große, ich sage jetzt mal 80% steht und dann kommen da noch mal so 20, 30%, was noch genau geändert. Und er weiß dann, also er hat dann auch so dieselbe Vision wie du, wo es hingeht, oder gibt dir noch mal ein bisschen was vor, dass es dann eben rund wird am Ende für ihn. Genau. Ich sage ihm natürlich auch, ich möchte, dass das soundlich jetzt in die und die Richtung geht, dass er ungefähr eine Vorstellung hat. Genau. Und dann setzt er das, wie ich doch finde, ganz gut um. Ja, nee, also es klingt, ich kenne halt primär nur das eine Lied, ne, Aufstieg. Und das ist, also es ist schön fett produziert, weil das ist halt so wieder, oh sorry, jetzt rede ich schon wieder von mir. Ich kriege halt viel Sachen, die Leute zu Hause auf dem Laptop zusammengeschoben haben. Das kann gut klingen, muss es aber nicht, ne? Und du merkst halt oft, ob das jetzt wirklich nochmal durch irgendwelche Instanzen durchgegangen ist oder eben nicht, ne? Also Software kann auch nicht alles, ne? So Selbstmastering oder Mixing-Zeugs, das ist besser, wenn da noch ein Mensch dahinter steht. Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist mir auch wichtig, dass es ziemlich gut klingt. Und ja, also da würde ich auf jeden Fall immer ein Studio, auch um den Kopf da frei zu haben. Ich meine, wenn man jetzt selber da tontechnisch das so drauf hat, kann man das natürlich auch ganz selber machen. Aber ich da lieber oder bisher aufs Spielen, was Drums angeht, oder jetzt halt eben auch der Gesang hauptsächlich und genau, und den guten Sound Profis machen. Nee, finde ich, also bin ich absolut deiner Meinung, weil es ist eben auch meiner Meinung nach aus gut, wenn jemand anders nochmal drauf guckt, ne? Weil du wirst ja dann irgendwann Fachidiot von deinem eigenen Lied, ne? Du hörst es so oft und hast dann so und so und dann kommt von außen nochmal, und hier, das noch und auf die Idee wärst du gar nicht gekommen. Und wie du schon sagst, du gibst es ab in Fachmann, ja? Also wenn ich jetzt hier
keine Ahnung, wenn ich hier die Elektrik neu mache, dann möchte ich auch einen Elektriker haben, der das wirklich zertifiziert oder so, weißt du? Und so, ich könnte es auch, aber dann vergesse ich irgendeinen Draht und dann habe ich hier einen Kabelbrand. Okay, dummes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Ich hätte jetzt noch so, weil du Korn und Ghost genannt hast, habt ihr denn eigentlich auch vor, weil, warte mal, ich versuche mir gerade zu, ich kann, hast du ein Demo-Video für Aufstieg gehabt? Warst du? Also ich habe Bilder gesehen auf deinem Instagram. Was ich dich fragen will, ist eigentlich, die Band, also so wie Ghost werdet ihr das wahrscheinlich nicht machen, aber gibt es irgendwelche Ideen, sich, na nicht uniform, aber halt fürs Bühnenoutfit so in die Richtung? Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Idee, wie das aussehen kann, also auch von Instrumenten her und so. Und ich mag das tatsächlich auch immer bei Bands, also mit Masken und oder eine Verkleidung. Ich meine, so wird das Projekt wahrscheinlich nicht werden, aber ja, also ich mag das schon auch immer ein bisschen was anderes anzuziehen, sage ich jetzt mal, was jetzt nicht so normal oder was man jetzt nicht unbedingt immer anhat. Aber es wird jetzt bei Also für Fischer wird es jetzt nicht so krass sein, dass man denkt, okay, was ist das jetzt? Also, steht, mag ich das eigentlich schon ziemlich gern, sowas. Ich Aber finde, jetzt wird das. Ja. also es ist noch nichts richtig geplant. Ihr seid dann auch noch in der Findungsphase quasi. Genau, also was das angeht, wenn, dann wird es wahrscheinlich bei mir am meisten sein. Die Band wird wahrscheinlich eher neutral sein, genau. Aber. Ich habe schon bei dem Projekt damals davor, hatten wir dann kurzzeitig auch noch Masken und so, und das wollte ich jetzt für das eigentlich nicht mehr. Ja, also Masken finde ich immer nicht so gut wegen der Ausdruckslosigkeit. Das ist natürlich auch ein Ausdruck, ne? Aber generell bin ich eigentlich auch, finde ich es immer schön, wenn du siehst, dass Bands sich Gedanken gemacht haben, auf die Bühne gehen. Wir sind jetzt nicht nur, die stehen da vorne an der Bar im Schlabber-T-Shirt und gehen dann auf die Bühne im Schlabber-T-Shirt und so. Also das, die sollen sich jetzt nicht total aufdonnern, ja, sind nicht hier Hairspray-mäßig und so Kram. Das geht ja auch in, aber ich finde es schön, wenn Leute sich Gedanken gemacht haben, so dass es ein Look entsteht, ne? Oder so. Also ich bin ja eher so ein großer Gothic-Fan und du weißt, die sehen teilweise richtig gut aus, ne? Ein bisschen scary. Und das hatte ich eben so gedacht bei deinen Instagram-Bildern. Das hat mich irgendwie so ein bisschen Steampunk-mäßig abgeholt, aber das kann auch sein, dass es einfach nur die Brille war oder irgendwie. Genau. Und da wollte ich halt gucken, in welche Richtung du da gehst. Weil ich persönlich finde es schön, wenn eine Band sich auch über das Aussehen nach außen, ja, wenn die nicht einfach nur in Jeans und Ja. Turnschuhen da stehen, ne? Also das ist einfach noch ein bisschen schöner. Nee, das meine ich. Ich habe ja da auch in dem Fotoshooting, da hatte ich auch so einen schwarzen, was war denn das, so eine Art Regenmantel, also Genau, das beim sah so ein ersten bisschen so. steampunkig aus, ne? So, also für mich jedenfalls. Oder ich hatte die Assoziation. Mützen, sage ich schon. Brillen hatte ich auf tatsächlich, ja. Mal, weiß ich noch nicht, aber. Es wird schon in die Richtung irgendwie gehen, genau. Weil ich mag es auch. Und wir haben auch schon überlegt, die Instrumente werden wahrscheinlich alle weiß sein und wir eher schwarz und so. Also es gibt schon einen Plan ein bisschen, dass jetzt nicht jemand eine gelbe Gitarre kauft für das Projekt. Okay, müssen Sie sich extra alle weiße Sachen, also weiße Gitarren kaufen und so Zeugs oder was? Oder kannst du das providen von deinem Job her, dass du die mal ausleihst fürs Wochenende? Ja, also tatsächlich auch einen neuen und dann haben wir gleich gesagt, okay, der müsste weiß sein. Und dann hat sie sich halt einen weißen. Der Gitarrist, der hat schon eine weiße Gitarre, aber der braucht noch für andere Tunings dann auch noch mal andere und die sind auch aktiviert, da sich richtig aus. Ich mal, genau. Und dadurch, dass ich ja auch Drummer bin, sind wir auch immer überlegen, dass man da irgendwie so ein Drum-Ding mit einbaut oder so, dass es halt wirklich zwei Drums dann auch sind. Aber das muss man alles sehen, wo wir dann spielen, wie groß sind die Bühnen, was kann man machen. Zwei Drums? Also, dass du Ja, halt. mitspielst oder was? Nein, also nicht, hauptsächlich bin ich natürlich schon Sänger, aber man kann natürlich so, wir hatten das so geil gemacht, Godsmack, sagt dir das was? Godsmack, na klar.
so ein bekanntes Drum Battle gemacht, wo dann der Sänger dann auch mit dem Drummer mal, das geht dann so 5 Minuten und dann ist es auch schon wieder Das gut. weiß ich gar nicht. Aber ich kenne einige, nicht einige, aber ich kenne ein paar Bands, die haben sogar zwei Drummer. Und das finde ich dann auch sehr, sehr interessant. Da war es, die eine war The Holy und die andere ist Policia. Und das finde ich einfach, also, weil erst habe ich gedacht, was ist denn das für eine Verschwendung, weißt du? Also richtig gute Drummer gibt es halt nicht so viele, ne? Und dann spielen zwei in einer Band. Aber die haben sich da aufgeschaukelt. Das ist echt, also Policia habe ich sogar mal live gesehen und die Holy auch, also. Das wird nicht langweilig, was du da machen kannst. Also, ich war very impressed, ne? Also, find ich cool, die Idee, weil das hast du, ja, na, und vor allen Dingen hast du als Sänger auch was zu tun, ne? Also, du musst ja wahrscheinlich für dich erstmal die neue Rolle finden als Frontmann. Alle gucken auf dich. Normalerweise warst du weiter hinten und keiner hat dich gesehen, weißt du? Du hattest mal Glück, wenn der Scheinwerfer dich irgendwie eingefangen hat. Und jetzt sind alle Augen auf dich gerichtet und du hast. Ja, auch nicht immer zu singen, keine Ahnung, wenn man ein Solo ist oder ein Instrumentalstück oder irgendwie und dann stehst du da, keine Ahnung, musst dir was überlegen. Kannst dir einen Coach holen, irgendwie, dass du coole Moves machst oder so, keine Ahnung. Ach, siehst du, apropos coole Moves, videomäßig ist da was geplant, weil ich bin ja ein sehr visueller Mensch, also sowas finde ich sehr schön. Habt ihr da was in der Pipeline? Genau, also für den nächsten Song, oder meinst du jetzt für live? Nee, jetzt für den nächsten Song, also für die Lieder generell, also zur Unterstützung, da sind wir wieder bei das hätte ich vorhin fragen können, bei der Social Media, Multimedia Strategie oder so, was ihr da vorhabt. Aber Also jetzt geht es um Video. genau, für die nächste Single, für immer heißt der Song, da Video gedreht. Und das hat der gleiche Filmemacher gemacht, wo das zu Aufstieg gedreht hat auch. Und das ist ein guter Kumpel. Wasi nennt sich der, ist auch ein ja, bekannterer Sänger, sage ich jetzt mal, hier bei uns und war auch schon mit vielen Bands auf Tour und schreibt auch für große Bands, also für viel Pop-Acts auch, also Yvonne Carterfeld und Howard Carbondale und so. Echt, Howard Aber Carpendale. ja, tatsächlich. Wow, okay. Der ist oft bei diesen Songwriter-Camps oder wie man es nennt und ist dann da mit, da schon auf vielen bei Bekannten und ist ein super Texter auch, was das angeht. Aber tatsächlich habe ich die Texte bisher selber gemacht und mache mit ihm nur die Filme. Wir haben jetzt auch gesagt, wir denken mal zusammen, nicht nur Videos machen, sondern Songs schreiben. Das wird man dann auch noch machen. Und genau, und bei dem Video. Da haben wir schon immer gesagt, weil ich wollte schon immer mal, also egal in welcher Band, ein Video machen, wo man mit so einem Kanu oder Paddelboot auf dem See ist oder was auch immer. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt heißt das Ding Fischer, ich bin der Sänger, also brauchen wir ein Boot. Und deshalb kam es dazu, dass ich tatsächlich mir da so ein Boot passend gekauft habe und genau. Ach, du hast sie direkt gekauft. Ich habe es gekauft, ja. Ich habe es gekauft, aber es hat sich wirklich, ja, hat sich wirklich gelohnt und rentiert und das wird man im Video. Sehr Ich wollte auch schön. wahrscheinlich gar nicht so einfach tatsächlich, sich ein Boot auszuleihen, weil oft ist es an irgendeinem See, wo man das holen muss und da kostet es auch, glaube ich, 200 € und dann muss man das irgendwie transportieren und dann habe ich mir gedacht, gut. Dann gucke ich gleich nach dem Boot und wir hatten jetzt auch super Bilder dafür. Also super auch damit gemacht. Ja. Das ist jetzt die Black Pearl F02. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, cool. Black Pearl, nicht schlecht. Naja, und vor allen Dingen, wenn du sie jetzt gekauft hast, dann kannst du sie ja noch ein paar Mal mehr verwenden. Also da wird es vielleicht sogar wie ein, keine Ahnung, ob ihr jetzt schon auf euer, na wahrscheinlich werdet ihr schon auf euer Album-Layout hinarbeiten und so. Also wie das dann aussehen soll, da könnte man das dann auch irgendwie noch mit reintrapieren oder so oder im Booklet wenigstens mal machen. Oder, siehst du, das ist vielleicht noch eine Frage. Oder plant ihr aber jetzt rein digital das zu machen? Weil ich persönlich, also ich habe hier, weil ich ja viel mit Bands zu tun habe, die schicken mir immer mal CDs und ich finde das ganz toll. Ich habe die dann mit Widmung und so, aber ich habe gar keinen CD-Player mehr. Also ich höre die nicht von CD. Habt ihr das
vor oder komplett digital nur zu machen? Der Plan wäre jetzt, also für mich und für die Band auch dann, ist eigentlich, dass wir jetzt, wie gesagt, dieses Jahr, jetzt kommen die nächsten Single, wahrscheinlich drei oder vier werden es sein. Und dann soll alles auf ein Album kommen, Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr. Und ich möchte eigentlich auch keine CD mehr machen, weil es sich einfach, ja, Ja, wer hört heute, ist die genau. Autos haben nicht mehr, da kann man das alles digital hören. Aber ich möchte eine Schallplatte machen, also Oh, Vinyl. cool. Da soll das auf Vinyl drauf und dann kann man natürlich auch das richtig schön designen, weil ich bin halt einfach Musiker und ich will auch irgendwie was in der Hand haben. Und es ist halt doch irgendwie was anderes wie nur hier auf Spotify und Co. Nee, das finde ich auch cool. Also, ich muss gestehen, also ich habe schon ewig keinen Plattenspieler mehr, aber selbst ich finde Vinyl immer noch cool. Also vor allen Dingen, weil du kannst, heute sind das ja eh alle so kleine Auflagen meistens dann, ne? Also das hat schon mal einen Wert an sich. Und dann kannst du ganz verrückte Farbschemen oder durchsichtig oder golden. Und ich finde einfach schön dieses verspielte, also die Haptik, genau, so wie du sagst, ich finde eigentlich. Auf der einen Seite bin ich ganz froh, dass es Spotify gibt, weil ich habe viel entdeckt, was ich nie gefunden hätte, ne? Und ich muss es nicht mehr kaufen. Und ich zahle da 10 € im Monat oder so und dann hast du es alles. Aber es ist halt nicht mehr. Ich kenne auch noch die Zeiten, wo du dann wirklich eine Platte aufgelegt hast und dann hast du die Nadel aufgesetzt und dann ging das los. Und also weißt du, so diese Anticipation, diese Vorfreude und wie du es behandelt hast, hast dann schön abgewischt und so. Das ist heute alles so. So wegwerfgesellschaftsmäßig leider geworden. Und noch schlimmer, okay, das ist bei dir glücklicherweise nicht der Fall, aber noch schlimmer finde ich so die Spotify-algorithmisierten Songs, weißt du, die dann gleich mit einem Hook anfangen und irgendwie nur 1,30 sind, damit du mehr spielen kannst. Und okay, sorry, wieder anderes Thema. Aber da bin ich halt so drin, ne? Also, das ist halt mein täglich Brot und ach. Ja, verstehe ich. Ja, Nee, nee, als. Vinyl ist mir wichtig und ich habe jetzt gesagt, mein erstes Album, wo ich dann nachher auch als Sänger bin und so. Und es ist halt auch so, wenn man das, die Leute, wo sich das nachher kaufen, genau, es ist limitiert, gibt vielleicht 200 oder ich sage jetzt mal maximal 500 Stück wahrscheinlich. Und danach ist es weg. Also man hat was Besonderes und die Leute, wo das dann anhören und kaufen, man hört dann halt wirklich Musik, weil man muss noch aufstehen, wenn man die Seiten wechselt. Genau, Ja, man genau. kann nicht spulen, man hört es einfach wirklich an und das ist dann eigentlich. Und der Sound, also ich mag den Sound halt auch von wie. Ja, natürlich, natürlich. Also schon allein dieses kleine Knacken so am Anfang, ne? Und ach, also auch der Geruch, irgendwie hat es auch ein, ach, also ja, du siehst, ich bin im Schwer. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich auch so gerne Radio mache, weil im Radio musst du die Lieder ausspielen. Ne? Also du kannst nicht sagen, okay, hier, ich mach 30 Sekunden, wenn es dir nicht gefällt, mach weiter. Nee, du musst das ganze Ding hören. Fertig, ne? Also klar, ist das egal. Sorry, ich bin schon wieder bei mir. Ich merke gerade. Okay, aber wir sind jetzt auch schon bei einer knappen Stunde, immer 45 Minuten. Also soll erfüllt quasi. Nein. Gibt es denn noch was du an die Welt da draußen weitergeben wolltest oder? Ja, okay, ich will jetzt nicht über. Okay, ich will dir keine Themen vorgeben. Es gibt ja einige Themen, die jetzt gerade aktuell sind. Ja, oder gibt es irgendwas, was du noch mit der Welt teilen willst? Sag mal es mal ganz, ganz offen. Ganz, ohne dich Ja. irgendwo hinzuleiten. Sorry. Ja, schwierig jetzt so die Frage, aber prinzipiell wissen wir ja aktuell auch mit den ganzen Kriegssituationen jetzt und ist ja immer Krieg auch da. Ja, man achtet jetzt halt drauf, Haustür ist, muss man ja auch dazu sagen. Das stimmt, Und ja. so prinzipiell besser mal mehr miteinander als immer dieses Gegeneinander und. Ja, also das wäre wahrscheinlich so das Wichtigste überhaupt. Und man merkt auch, wenn sowas dann doch näher kommt, beschäftigt es einen halt dann doch mehr. Und ja, das wäre auf jeden Fall das Wichtigste, dass wir hier Frieden haben, weil ich glaube, es gibt genug Probleme, was wir haben auf der Welt mit Klima und was. Genau. Und wenn man dann sowas hat, dann ja.
Das muss auf jeden Fall. Und natürlich, dass am als Positives wenigstens, dass am 22.04. genau die neue Single rauskommt, natürlich. Yeah, 22.04. Vormerken. Und die kommt dann auf allen Streaming-Plattformen, so wie sich das gehört. Okay, gut. Ja, dann Und bitte was? auf YouTube natürlich auch mit dem neuen Video. Natürlich. Von der Person, die auch für Howard Carpendale Sachen macht. Ich find das super. Also, okay, sorry, jetzt bin ich schon wieder bei mir. Ich bin irgendwie da so ein bisschen altersmilde geworden, weil, keine Ahnung, selbst Heino hat eine NDH-Platte gemacht und so. Das fand ich einfach nur cool. Wobei ich überhaupt kein Heino-Fan bin, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Okay, warte mal, habe ich noch irgendwas? Also, deine Texte schreibst du selber, aber wirst du vielleicht mal mit ihm schreiben? Wie heißt er nochmal, dein Videodreher? Also sein bekannter Name ist eigentlich Vasi, das ist auch sein Künstlername, aber richtig heißt er Vasilios Ah Paschaschidis oder so. Ist ja. Vasi. Und genau, ist super Musiker, macht übrigens auch also deutsche Musik, ist aber eher so Singer-Songwriter, obwohl er auch verschiedene Sachen macht. Genau. Wenn man einfach nur Vasi, Vasee, eingibt auf YouTube oder sonst wo, dann findet man ihn. Genau, und super lieber Mensch, super, schon viel durchgemacht auch und schreibt, ja, wir werden jetzt irgendwann demnächst auch mal zusammen Texte schreiben für das Fischer, also für mein oder uns. Genau, und nicht nur Videos machen, aber er macht halt einfach so, das werdet ihr sehen im nächsten Video. Ja, das klingt schon fast so, als ob er so ein bisschen wie ein weiteres Bandmitglied ist. Also, weißt du, wenn er irgendwie, weil das hat ja auch viel mit eurem Erscheinungsbild zu tun, wenn er ordentliche Videos macht und gute Fotos und also das, und jetzt schreibst du dann vielleicht auch noch Texte mit ihm zusammen, dann ja, mal gucken. Hast du ein indirektes Bandmitglied? Ja, klar. Also ich habe tatsächlich einen guten, wie soll man es nennen, guten Pool um das Ganze gebaut. Ich habe den Lukas mit dem Tonstudio für den Sound, ich habe den Vasi für die Videos und die Fotos tatsächlich, die hat jemand anders gemacht, das ist der Pascal Weiß und der ist auch professioneller Fotograf und der macht dann die Fotos und so habe ich halt, das sind alles Freunde von mir und habe da das eigentlich gut abgedeckt drumherum, ja. Aber ich kenne die schon über Jahre hinweg und Siehst du, das ist genau. generell eigentlich so ein Ding. Ich glaube, das ist auch wichtig, um es wirklich ohne sich zu verbrennen weiterzubringen, ist einfach Connections aufzubauen, ne? Also ich bin auch, ich sehe das genauso wie du und ich bin auch total unneidisch, wenn jemand anders viel erfolgreicher ist oder so. Also, weil ich gönne denen das und es ist doch cool, wenn du jemanden kennst, der erfolgreich ist oder der gute Videos macht oder der mit Howard Carpendale arbeitet. Das ist doch nicht, dass du den, da musst du doch nicht neidisch sein, sondern einfach dich freuen und wenn er dann noch was mit dir macht, umso besser, ne? Also, das habe ich manchmal so das Gefühl, dass die Leute heute. Du glücklicherweise nicht, ne? So immer alleine alles stemmen müssen. Müssen sie aber nicht, ne? Einfach ein schönes Netzwerk aufbauen, so ein gutes Pool einen guten Pool von Leuten, so wie du das jetzt auch hast, dann macht das auch viel mehr Spaß und lässt sich auch durchhalten. Das ist so das Ding, weißt du, da verbrennst du dann auch nicht, weil du hast Leute, für die du eben, der eine kümmert sich um die Musik, der andere um das Optische. Genauso muss das sein, weil du kannst ja nicht überall die Finger drin haben, ne? Und so. Also wäre so für mich dieser positive Aspekt von unserem Gespräch an die Leute da draußen. Mensch, sucht euch gute Leute, die euch helfen und unterstützen und macht gute Musik, bitte. Das ist der Grund, warum wir uns unterhalten, weil dein erstes Lied fand ich richtig, richtig toll. Auch wenn ich erstmal geschockt war von dem Schrei und dachte, das geht in eine andere Richtung. Also ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommt. Und du weißt, wo man mich findet. Und ich habe eine Radiosendung und ich habe eine Playliste. Ich wäre da gerne für dich da, um das ein bisschen zu promoten. Und nicht vergessen, bitte, wenn du ab nächstes Jahr live auftrittst,
Ne? Meine Radiosendung ist ja auch live, also die ist einmal die Woche und da kann ich dann auch Sachen ansagen. Ne? Also das nutze die Connections, die du hast. Aber das tust du ja generell schon. Danke fürs Angebot. Doch, da melden wir uns auf jeden Nee, sehr gerne, sehr gerne. Weil, weißt du, für mich ist das immer so, ich promote nur die Musik, die ich mag. Und das ist für mich so ein Privileg, was ich habe. Und das nutze ich dann eben auch. Ne? Und Leute mögen, was ich mag. Und das ist umso schöner. Und dann potenziert sich das halt so ein bisschen. Ja. Okay, cool. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich bin super gespannt, was da passiert. Ich hoffe, du hältst mich auf dem Laufenden, ne? Mit neuen Musik. Also hast du ja schon getan, aber auch mit neuer Musik. Und wenn du dann live spielst, sag bitte Bescheid. Also vielleicht kommt er ja auch mal in meine Gegend. Wir sind ja nicht, na, wir sind ein bisschen weiter auseinander, aber ihr geht ja dann auf große Tour und dann bin ich Groupie. Nee, also ich freue mich jetzt so sehr, wenn das dann wieder aufgeht und wir wirklich irgendwie Live-Bands sehen können und so. Also da freue ich mich auch auf euch. Cool. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung. Gern Und du geschehen. stehst. Darauf habe ich gewartet. Nein, danke. Jetzt hab ich's auf Tape quasi. Jetzt kann ich es dir vorspielen. Nee, ich kann auch gerne bezahlen. Nee, also jetzt ganz im Ernst. Wenn ich irgendwo hingehe, dann zahle ich auch, weil ich will das ja unterstützen. Ne? Also ich finde das natürlich toll, aber es ist für mich quasi kontraproduktiv, finde ich, weil ich möchte ja, dass die Veranstalter das machen, dass die ihr Geld bekommen und so. Also deswegen, ich zahle eigentlich überall, wo ich hingehe. Und so, und mit Absicht quasi. Ich kann es mir glücklicherweise leisten. Also alles gut. Aber danke, vielen Dank. Ich bringe eine Freundin mit, die kommt dann kostenlos rein. Okay, cool. Dann, wie gesagt, schönen Abend und bis hoffentlich bald wieder.